Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 9. Februar. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Auf der rechten Seite haben wir jetzt die Vola-Boxen. Wir blicken einmal auf den gestrigen Tag. Wir hatten hier die 16,5er, die sehr schön ausgebrochen ist, die 13er, 14er und 19er. Hier sehen wir in Form des frühen amerikanischen Handels haben sich ein bisschen ausgeschaukelt und dann gab es aber den Ausbruch. Und zu unserer Morning Session gab es hier die 48er Box. Ja, wir haben aktuell ein kleines Gap bei 4.100. Wir sind dichter dran an der magischen 14.000er. Deswegen platzieren wir die erste Box erstmal hier auf der rechten Seite und blicken auf die Vola-Boxen für die, die jetzt noch einen Trade gestoppt haben oder gehedged haben. So, wir haben hier ein Gap. Wir sehen sehr wenig Bewegung aktuell. 11 Punkte aktuell die Trading Range. Gestern die Vola-Boxen. Mal zurück oder rückblickend einmal hier reingelaufen und dann oben und hier unten rausgelaufen. Hier ein Trade gewesen, wo wir hätten den Trade machen können. Hier gab es noch eine Vola-Box. Und dann zum Nachmittagssession einmal hier, dann oben raus und einmal dann hier in dieser Session auch da unten raus. Also es gab einige Boxen, die man gestern hätte traden können. Die Vola-Boxen heute Morgen kommen rein bei 14.030. Das heißt, wenn man einen Hedge auflösen möchte, so um die 14.030 herum zu 14.015, also eine 15er Box. Jetzt gehen wir auf die größeren Charts und ich fange heute an mit Bitcoin. Ja, Bitcoin, ja, wir haben sicherlich alle auch mitbekommen, der reichste Mann nicht von Babylon, sondern der reichste Mann aktuell. Elon Musk hat dann auch seine Worte in Taten folgen lassen. So verlautet man, dass er eine große Summe in Milliardenhöhe an Bitcoin gekauft hat und die Story dann wohl auch, dass man jetzt über Bitcoin sogar sein Tesla-Auto kaufen kann. So beide Stories, die Tesla extrem überbewertet. Die Frage jetzt auch hier für die Kryptowährung, ja, ist heiß gelaufen. 47.000, wir hatten hier, wir sehen es hier schon heute, die 50.000er-Marke vor der Brust. Ja, also wir sind hier ein bisschen seitwärts gelaufen und dann kam dieser Schwung nach oben. Bitcoin also weiter in Richtung Norden. Der DAX, gehen wir mal auf den Tageschart drauf, sehen wir hier, wir haben eine rote Sonne, wir haben dieses All-Time-High vom Januar hier einmal touchiert. 14.134 auf Wochenbasis sehen wir auch hier eine starke Kerze. Die Monatskerze für Februar sieht auch sehr, sehr bullisch aus. Daily Basis sehen wir ein bisschen schwächer. Wir haben eine Sonne hier oben, aber noch kein richtiges Erholungspotenzial hier. Gold, 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 Gold. Ja, also die Generation Gold ist immer noch, ja, ist relativ ruhig hier. Wir sind um die 1840 Punkte. Gleitender Durchschnitt der 200er dient hier sehr schön als Unterstützungszone auf den Tageschart. Wenn wir das Ganze auf den Weekly Chart uns betrachten, sehen wir das Ganze hier bei 1783 ist eine Unterstützung aktuell zu identifizieren. Ja, ansonsten gibt es über Gold auch jetzt nicht so viel zu sagen, ist ein bisschen in Schatten getreten gegenüber jetzt Bitcoin. Öl läuft aber 58,29 und also hier geht es auch relativ steil nach oben. Auf den Wochenchart sehen wir, wir nähern uns jetzt mittlerweile auch den Niveaus wieder. 64, das war das Niveau vom 2019. Ja, da sind wir also, wir sind jetzt auf dem Wochenchart. Ja, dann haben wir Corona. Da waren wir, ihr seht es ja, ziemlich weit tief nach unten und jetzt wieder die Aufholjagd in diesen Markt. Und jetzt schauen wir uns die amerikanischen Werte an, USD Tech, weiter All-Time High. Dann gehen wir rein in ein bisschen tiefer, nicht gut sortiert hier bei mir aktuell. Na, da haben wir dich, Dow Jones.
Auch der sehen wir hier oben in Richtung wieder All-Time-Highs. Also sieht alles sehr, sehr bullisch aus. Technologiewerte hatten wir eben schon gesehen. Da nochmal ein Blick auf den Daily-Chart. Ja, sehen wir auch hier zwar eine rote Sonne, aber der Markt zieht hier kräftig an. Und wenn wir uns das mal jetzt verkleinern, das war die Delle jetzt Corona. Und wow, das ist wirklich eine fulminante Rallye hier in den Technologiewerten, auch wenn es getrieben ist von den üblichen Verdächtigen. Ja, Weekly Chart auch nach oben und der Monthly Chart, der Monatschart, da braucht man, glaube ich, gar nicht so viel erzählen. Seit 2013 hier sieht man sehr schön bei den Heikin-Ashis, gab es also keine richtige Shortkerze in diesem Bereich, sondern zeigt alles sehr, sehr bullisch nach oben. Und jetzt gehen wir ins Daily Business über, warten, bis wir hier ein Signal kommen. Das Gap von heute ist bei 10.065. Daily Pivot liegt bei 14.97. Und wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Könnt ihr einmal schon mal uns vorbereiten? Also die Blue Box 13,5 wäre dann bei 14.052 Long und bei 14.038 Short. Wenn sie blau wird, noch nicht als Pending Order aktiviert, sondern sie muss erst blau sein und dann würden wir sie scharf schalten. Alles müsste dann auch jetzt drin sein. Genau, das ist die erste Box für heute, für unser Video-Logbuch. Erste Box ist die Vola-Box. Erste Trade. Geht's nach unten durch, werden wir auf angepasst drücken und erstmal dann Richtung Big Number versuchen zu laufen. Da wartet dann schon die nächste Box auf uns, nämlich die Big Number Box. Okay, das Gewinnziel hier für die erste Box ist bei 42. Aber aktuell haben wir Abgabedruck. Leicht zumindest Tendenz. Wir sind heute auch unterhalb des Daily Pivots. Guten Morgen, Ralf Bernhard. Guten Morgen, Hubert. Guten Morgen. Neun Uhr zehn. Immer noch im ersten Trade. Thomas fragt oder sagt, wäre halt nur gut, wenn man wüsste, wann die Grillparty stattfindet. Okay, Grillparty im Winter kann man machen. Muss man nicht machen, aber ja. Ich nehme auf, ja. Die Party, die aktuell läuft, wo nicht alle eingeladen sind, ist bei Bitcoin 47.725. Die sagen dann, Thomas, was ist los? Was ist los mit dir, Thomas? Wir sind bei 47. Spaß beiseite. Also, wir sind im ersten Trade und warten auf einen etwas größeren Schub in die eine oder andere Richtung. Ich schalte nochmal um zu Christoph, seinen Doppelboxen. Vierzehn fünfunddreißig aktuell.
nur 16. So, und wir sind raus. Es ist 9.19 Uhr und das war der erste Trade. Wir platzieren hier nochmal die Rollerbox ein zweites Mal. Und ich verabschiede mich jetzt hier bei den YouTubern. Ja, wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Ein ruhiger Markt heute.